wieder später geworden als geplant. Hoffentlich fährt er noch im Bus. Mal sehen. Montags bis Freitags. Da. Um 0.04 Uhr der letzte. Blöd, es ist schon nach halb eins. Die S-Bahn wird bestreikt, Taxi ist zu teuer, also Fußmarsch. Bewegung ist gesund. Der späte Bus von Eugen Egner. Musik Rainer Quade. Regie Angeli Backhausen. Guten Abend. Guten Abend. Falls Sie auf den Bus warten, der letzte ist vor einer halben Stunde gefahren. Kommt noch einer? Nein, es kommt keiner mehr. Im Fahrplan steht... Der steht nicht im Fahrplan. Sie meinen, es kommt noch ein außerfahrplanmäßiger Bus? Ja. Woher wissen Sie das? Erfahrung. Der spinnt. Auf so eine absurde Diskussion lasse ich mich nicht ein. Ich glaube, ich gehe mal lieber zu Fuß. Müssen Sie wissen. Was für eine Idee. Ein geheimer Nachtbus an Wochentagen. Magisches Denken. Schon ulkig, wie das menschliche Bewusstsein funktioniert. Man nimmt wahr, was man wahrnehmen will. Nach dem, was dieser Spinner mir soeben erzählt hat, könnte ich mir glatt einbilden, dass ich jetzt einen Bus höre. Es ist ein Bus. Ich werd verrückt. Hatte der Mensch an der Haltestelle etwa recht? Aber das ist doch kein Linienbus von heute. Solche gab es in meiner Jugend. Wahrscheinlich aus einem Busmuseum. Trotzdem sitzen Passagiere drin. Sehr seltsam. Herr Hauf. Ihr Grundproblem dürfte ein eklatanter Mangel an Vertrauen in die Welt sein. Wie soll man Vertrauen in die Welt haben, wenn jeden Augenblick der allerabsurdeste Unsinn geschehen kann? Haben Sie schon immer so empfunden? Mehr oder weniger. Heutzutage aber stärker. Die Welt von heute ist definitiv nicht mehr meine Welt. Sie ist mir fremd. Ich finde sie falsch und feindlich. Also das dürfte das Los jeder Generation sein. Im Laufe eines Menschenlebens verändert sich die Welt nun einmal. Wir müssen die Gegenwart akzeptieren, wie sie ist. Ich ziehe die Vergangenheit vor. Weil sie sicher ist und sich nicht verändern kann. Exakt. Was ist dann Zukunft für Sie? Ein Synonym für Horror. Sie haben schon mehrfach erwähnt, dass Sie sich vor der Welt verstecken und am liebsten im Dunkeln aus dem Haus gehen. Ja, ich fahre nachts gern Bus. Dann ist alles viel angenehmer für mich als am Tag. Vorhin sagten Sie, es könne jeden Augenblick der allerabsurdeste Unsinn geschehen. Können Sie mir ein konkretes Beispiel nennen? Allerdings. Ja, also, mir ist vorgestern etwas ganz Unbegreifliches passiert. Etwas schlechterdings Unmögliches. Ja. Ich traue mich kaum, es auszusprechen. Bis jetzt habe ich noch niemandem davon erzählt. Meine Freunde,
Meine Freunde würden mich für verrückt halten. Ich höre. Also, es war früher Nachmittag. Ich war allein in meiner Wohnung und saß am Computer, als plötzlich laut und deutlich wie aus dem Nichts... Alf Tannenbaum! Was? Höre, was ich dir zu sagen habe. Wer spricht da? Ich erteile dir folgenden Befehl. Tut mir leid, das muss ein Irrtum sein. Mein Name ist nicht Alf Tannenbaum, sondern Bruno Hauf. Gehe hin, Alf Tannenbaum, und schände die Insignien der Königin des Busbahnhofs. Bitte was? Solltest du dich meiner Anweisung widersetzen, wird dein Bruder seiner Krankheit erliegen. Aber ich habe gar keinen Bruder. Und Tannenbaum heiße ich, wie gesagt, auch nicht. Du hast Zeit bis morgen Abend, 20 Uhr, Alf Tannenbaum. Genau so war es. Mein Ehrenwort. Sind Sie sicher, dass Ihnen niemand einen Streich gespielt hat? Wer denn? Wie denn und warum? Ja, das weiß ich doch nicht. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Sie eine Halluzination gehabt haben. Ihr gestörtes Verhältnis zur Welt, zur Realität, könnte allmählich zum Ich-Verlust führen. Es war ganz so, wie ich mir eine göttliche Verkündigung oder so etwas vorstelle. Nur, dass ich die göttliche Macht gewissermaßen verwählt hatte. Aber Sie beziehen das Ganze, was es auch gewesen sein mag, jedenfalls nicht auf sich. Absolut nicht. Nein, es verkehrt spätabends selbstverständlich kein Bus, der nicht im Fahrplan steht. Hörst du, Bruno? Lass dir das von einem leitenden Angestellten der städtischen Verkehrsbetriebe gesagt sein. Das glaube ich dir ja auch, Werner. Aber den Bus habe ich trotzdem gesehen. Und es war ein alter Linienbus, hast du gesagt? Ja. Einer wie vor 50 Jahren. Da kann doch zufällig gerade mal so ein Museumsstück unterwegs gewesen sein. Wie, nach Mitternacht? Na, möglich ist alles. Ach Mensch, mit so einem Bus würde ich gern mal wieder fahren. Am liebsten zurück in unsere Jugend. Bruno, du unverbesserlicher Nostalgiker. Eine Busverbindung in die Vergangenheit ist im Rahmen der bestehenden Naturgesetze leider nicht machbar. Woher willst du das denn wissen, Werner? In deinen Zuständigkeitsbereich fallen doch hauptsächlich Fahrpreiserhöhungen und die Ausdünnung von Busfahrplänen. Welch infame Behauptung. Wieso? Das stimmt doch, hat doch recht. Das hat man nur davon, dass man sich fürs Gemeinwohl aufopfert. Also, ich gebe ernsthaft was darum, in die Zeit unserer Jugend zurückzukommen. Die Gegenwart ist mir in jeder Hinsicht ein Gräuel. So kennen wir dich, lieber Bruno. Verstehen kann ich das ja, aber irgendwie muss man sich mit dem Unabänderlichen arrangieren. Es gibt doch auch vorteilhafte neue Entwicklungen. So? Ich glaube, ich muss unsere Freundschaft einmal gründlich überdenken. Aber etwas Wein nimmst du doch noch. Immer. Besten Dank. Ach, ihr Lieben, entschuldigt mich, ich muss ins Bett. Morgen früh ruft wieder die Pflicht. Lass das Geschirr stehen, Suse, das erledige ich nachher. Oh, danke, du bist ein Schatz. Na dann, gute Nacht, alte Männer. Schwelgt schön in Jugenderinnerungen und Utopien. Nacht, Suse, schlaf gut. Angenehme Träume. Sag mal, Bruno, diese Geschichte von dem Bus, den du da gesehen hast. Ja? Die erinnert mich an gewisse Berichte, mit denen ich in meiner Berufspraxis konfrontiert werde. Du machst mich neugierig, sprich. Ich muss dich aber um äußerste Diskretion bitten, Bruno. Kein Wort darüber zu dritten. Ich schwöre, hoch und heilig. Gut. Seit einiger Zeit bombardiert eine offenbar verstörte Person, eine ältere Dame,
meine Abteilung mit Briefen und Anrufen. Sie behauptet, warte mal, ich habe Kopien von den ersten Briefen drüben am Schreibtisch. Da sind sie. Pass auf. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, ich bin mit meinem Problem bei Ihnen an der richtigen Stelle. Alle, denen ich davon erzählt habe, halten mich für verrückt und ich glaube es fast schon selbst. Ich wohne genau gegenüber von der Bushaltestelle Eulenweg. Seit diesem Jahr fährt der Bus tagsüber nur noch stündlich und abends bloß bis 22 Uhr. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Vor 3 Wochen bin ich zufällig darauf aufmerksam geworden, dass nachts um 2.10 Uhr noch ein Bus kam, der auf keinem Fahrplan steht. Seitdem schaue ich jede Nacht um 2.10 Uhr aus dem Fenster. Jedes Mal kommt der Bus und es steigen Leute aus. Eingestiegen ist bis jetzt aber nie jemand. Was soll das? Bitte erklären Sie es mir. Mit freundlichen Grüßen und so weiter. Ja, mittlerweile gibt es einige Briefe dieser Art von ihr. Und auf dem Anrufbeantworter in meinem Büro hat sie auch schon mehrmals Nachrichten hinterlassen. Die will ich demnächst mal kopieren, dann kannst du sie hören. Das ist ja hochinteressant. Apropos Bus und Fahrplan, wie spät ist es überhaupt? 0:28 Uhr. Auweia! Ich muss los, der letzte Bus fährt in weniger als 10 Minuten. Das schaffst du bequem. Bis zur Haltestelle sind es nur 5. Nehmen Sie Platz, Herr Hauf. Ja, danke. Dann erzählen Sie mal. Gab es irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Haben Sie die Stimme wieder gehört? Nein, glücklicherweise nicht. Aber ich hatte einen Traum, der von einer Fahrt im Bus handelte. Aha. Ich höre. Es war heller Tag. Ich saß in einem Linienbus. Ganz plötzlich blieb der Bus stehen. Zwischen 2 Haltestellen. Ohne ersichtlichen Grund. Was soll das? Vorbei, du Drecksding! Los! Der Fahrer wirkte überfordert. Das darf doch nicht wahr sein! Schrottkarre, verfluchte! Mit diesen neumodischen Bussen will Gott uns strafen! Jetzt kann ich auch noch aussteigen und nach dem Motor sehen. Mensch, wäre ich doch als kleines Kind gestorben! Was? Wir Fahrgäste folgten dem Fahrer nach draußen. Wo läuft er denn hin? Ein Check vom Bus? Der Motor. Er klappt den Bus hinten auf. Das ist die Motorhaube. Wollen wir doch mal gucken. Mal sehen, ob... Oha. Wie sieht's denn aus? Der Motor. Was denn? Was ist denn jetzt los? Und? Na, der Motor ist nur gemalt. Ein Wunder, dass wir überhaupt bis hierher gekommen sind. Die Botschaft des Traums ist klar. Der Bus sind Sie, Herr Hauf. Was Sie bisher angetrieben hat, also Ihr Hang zur Vergangenheit, die nur in Abbildern existiert, entpuppt sich als unbrauchbar. Sie benötigen einen echten Motor. Und damit ist nichts anderes gemeint als das echte Leben in der Gegenwart. Ja, aber der Fahrer hat den Bus doch neumodisch genannt. Dann kann ich es ja wohl kaum sein. Jetzt kommen Sie mir nicht mit solchen Erbsenzählereien. Haben Sie Psychologie studiert oder ich? Vielleicht war es bloß ein alberner Traum. Ach, Sie als Laie können überhaupt nicht mitreden.
So, die Nudeln müssten jetzt gar sein. Mal probieren. Alf Tannenbaum. Nein, nicht schon wieder. Du hast nicht getan, was ich dir befohlen habe, Alf Tannenbaum. Dein Bruder hat dafür büßen müssen. Ich bin nicht Alf Tannenbaum, verdammt. Heute verlange ich dies von dir. Sorge dafür, dass an den Masten der Fußgängerampeln in kindgerechter Bedienungshöhe Vorrichtungen installiert werden, mit denen es möglich ist, den Autoverkehr fernzusteuern und die Gedanken der Menschen aufzuzeichnen. Dies muss innerhalb einer Woche geschehen sein. Andernfalls werden deine Kinder die kommende Nacht nicht überleben. Ich rate dir diesmal zu gehorchen, Alf Tannenbaum. Ich heiße Bruno Hauf und Kinder habe ich auch keine. Lass mich endlich in Ruhe. Oh, verdammt, das Gemüse. Jetzt ist das Gemüse in der Pfanne angebrannt. Vielleicht sollte ich nach dem Essen versuchen, diesen Alf Tannenbaum zu informieren, falls es ihn überhaupt gibt. Das werden wir gleich haben. Telefonauskunft Deutschland. Tannenbaum Alf finden. Tatsächlich, es gibt jemanden, der so heißt. Ja, hallo. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Alf Tannenbaum? Ja, wer ist denn da? Mein Name ist Hauf. Ist das ein Werbeanruf? Nein, es geht um eine Verwechslung. Was? Herr Tannenbaum, haben Sie einen Bruder? Mein Bruder ist tot. Tatsächlich? Gott, wie furchtbar. Jetzt sagen Sie endlich, was Sie wollen. Wir, also Sie und ich, wurden, nein, wir werden verwechselt. Verwechselt von wem? Von der Stimme. Von dieser mysteriösen Macht, die mir den Auftrag gegeben hat. Was? Der eigentlich für Sie bestimmt war. Und jetzt hat sie... Da komme ich nicht mit. Was für ein Auftrag war für mich bestimmt? Wenn ich mich richtig erinnere, sollten Sie die Insignien der Königin des Busbahnhofs schänden. Du Idiot! Du war wehe, du rufst mich nochmal an. Lassen Sie mich doch erklären. Aufgelegt. Aber ich muss ihm doch, wegen seiner Kinder, das muss er doch wissen. Hallo? Verzeihen Sie bitte, ich bin es noch einmal, Hauf. Das ist doch wohl der Gipfel. Warte, Freundchen, ich krieg aus, wo du wohnst. Und dann passiert was. Bitte, Herr Tannenbaum, es ist nicht so, wie Sie vermuten. Haben Sie Kinder? Aber was soll denn der Mist? Du stickst ja wohl nicht richtig. Was glaubst du, hier einfach anzurufen, mich zu ver... Dem Mann ist nicht zu helfen. Aber ich habe es wenigstens versucht. Die mysteriöse Stimme hat sich wieder gemeldet. Wieder falsch verbunden? Ja. Dann würde ich mir keine Sorgen machen. Möglicherweise ist die Realität irre geworden. Was soll das heißen? Ich habe da eine Theorie gehört. Was für eine Theorie? Haben Sie gerade ein Mobiltelefon mit Internetzugang zur Hand? Ja. Warum? Geben Sie doch bitte mal den Suchbegriff Realitätsverwahrlosung ein. Na gut. Wenn es Ihrer Heilung dient. Realitätsverwahrlosung? Ja. Eine seltsame Seite. Das äußerste Sein. Da gibt es ein Video zu sehen. Klicken Sie es an. Neue Störgeräusche zum Runterladen. Werbung überspringen. Unbedingt. Was zeigt der Blick auf die Welt von heute? Naturkatastrophen häufen sich.
Die Wetterverhältnisse werden immer extremer. Von der modernen Medizin überwunden geglaubte Krankheiten kehren zurück. Neue Seuchen treten auf. Das Artensterben nimmt immer rasantere Formen an. Gleichzeitig gehen kulturelle und zivilisatorische Errungenschaften verloren. Die Menschheit fällt ins Mittelalter zurück und arbeitet fanatisch an ihrer eigenen Vernichtung. Sie werden nun sagen, all dies sei Ihnen bekannt, aber Sie wissen noch längst nicht alles. Es ist viel schlimmer, als Sie ahnen. Das, was wir Realität zu nennen gewohnt sind, erschöpft sich offenbar und gerät in Auflösung. Die Ursache ist, wie der Klimawandel und das Artensterben menschengemacht. Ja, aber das ist doch... Wie immer deutlicher wird, haben die von den diversen elektronischen Medien generierten und kumulierten Datenmengen in Verbindung mit der Mobilfunkstrahlung ein Eigenleben auf subatomarer Ebene angenommen, wodurch eine Art schwer schizophrenen Bewusstseins entstanden ist. Dieses erzeugt auf dem Wege der Selbstentzündung wahllos Kopien von ebenso wahllos kombinierten Realitätsteilen. Das Phänomen der elektronischen Fata Morgana. Inzwischen muss von einer veritablen Realitätsverwahrlosung gesprochen werden, die zu einem entsetzlichen interdimensionalen Chaos führt. Infolgedessen kann das menschliche Gehirn kein gültiges, brauchbares Weltbild mehr errechnen. Die Auswirkungen sind schon allerorten spürbar. Die einzig mögliche Abhilfe besteht theoretisch darin, das ganze System auf einen früheren Zeitpunkt zurückzusetzen und dann die Entwicklung der Digitalisierung zu verhindern. Das wiederum wird... Und das glauben Sie? Was heißt glauben? Es überzeugt mich, weil es sich vollkommen mit meinen Erfahrungen deckt. Sie projizieren Ihre Unfähigkeit zur Akzeptanz natürlicher Veränderungen auf die Realität und machen diese zum Sündenbock. Da kommt Ihnen eine krause Möchtegern-Theorie gerade recht. Wieso kraus? Es ist doch... Herr Hauf, bitte. So etwas wie eine Realitätsverwahrlosung gibt es nicht. Das ist ein anthropozentrisches Konstrukt. Und nichts als der Versuch, das eigene Ohnmachtsgefühl mittels Hybris zu kompensieren. Aber diese mysteriöse Stimme, die ich wieder gehört habe... Es überrascht mich nicht, dass Sie sie wieder gehört haben. Sie brauchen die Vorstellung, zu Ihnen spreche eine geradezu göttliche Macht, die einen ganz dummen Fehler macht, um Ihre alberne Theorie von der Realitätsverwahrlosung zu stützen. Ich lasse mir nicht einreden, dass ich mir diese Stimme nur einbilde. Sie sind verstockt. Mit der aus dieser Sache resultierenden Schuldfrage habe ich nach greiflicher Überlegung meinen Frieden gemacht. Mich trifft objektiv keine Schuld, wenn Unschuldige getötet werden. Denn ich habe einfach keine Möglichkeit, es zu verhindern. Verstockt, sage ich. Es ist noch etwas Nachtisch übrig, Bruno. Wie wär's? Komm, Bruno, da geht doch noch was rein. Nein, nein, danke. Ich platze gleich. Oh nein, bitte nicht. Wir haben gerade erst renoviert. Ja, allerdings, ich überlege, wie viel Geld das gekostet hat. Vorsichtshalber werde ich den Rest vom Nachtisch essen. So spricht der treusorgende Hausvater. Also viel zu schade für Gäste. Werner ist halt der perfekte Gastgeber. Das stimmt. Leute, ich bin perfekt müde. Der Tag war ziemlich anstrengend. Ich gehe mal schlafen. Gute Nacht, alte Männer. Gute Nacht, Suse. Schlaf schön. Noch etwas Wein? Oh, gern. Danke. Sag mal, gibt es inzwischen was Neues von dieser Frau mit dem Bus? In der Tat. Sie hat mehrmals bei mir im Büro angerufen und ein paar Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Ich habe Sicherheitskopien davon gemacht. Wer weiß. Vielleicht werden die mal gebraucht. Sehr umsichtig. Willst du sie mal hören? Ganz vertraulich?
Da sag ich nicht nein. Ich hab sie schon bereitgelegt. Pass auf. Guten Tag, ich nochmal. Es geht um den Bus. Sie werden sich erinnern, ich muss mich in aller Form beschweren, weil nichts in der Sache unternommen wird. Der Bus hält noch immer, jede Nacht, um 2.10 Uhr an der Haltestelle gegenüber, ohne dass er im Fahrplan steht. Und es steigen immer Leute aus. Ich bin letzte Nacht zu der Haltestelle gegangen und habe auf den Bus gewartet. Aber da ist er nicht gekommen. Erst als ich wieder zu Hause war, habe ich ihn gesehen. Und wieder sind Leute ausgestiegen. Ich weiß nun allmählich nicht mehr weiter. Was soll das alles? Bitte unternehmen Sie endlich etwas. Jetzt kommt die zweite Nachricht. Also, da Sie in der Angelegenheit ja überhaupt nichts tun, habe ich selbst versucht, etwas herauszufinden. Nachdem heute Morgen um 2.10 Uhr der Bus abgefahren ist, bin ich vorsichtig ein paar Personen gefolgt, die an der Haltestelle ausgestiegen waren. Das war nicht leicht und schon gar nicht ungefährlich. Sonst bin ich ja nicht so, aber letzte Nacht hatte ich richtig Angst. Ich hatte mein Fernglas dabei und was ich dann kurz im Licht der Straßenlaternen gesehen habe, das war schrecklich. Diese Kreaturen hatten keine menschlichen Gesichter. Ich weiß nicht, was sie sind, aber auf keinen Fall sind das Menschen. Grauenvoll! Sie sind alle zu derselben Stelle am Rand der Siedlung gegangen und in die Kanalisation hinuntergestiegen. Und jede Nacht kommen mehr von diesen Ungeheuern. Das ist ein Fall für den Geheimdienst und die Armee. Ich beschwöre Sie, unternehmen Sie etwas. Mein Gott, hast du das mal überprüfen lassen? Ja, natürlich. Diesen Bus gibt es nicht. Die Frau muss psychisch gestört sein. Ja, wer weiß. Es könnte auch an der Realitätsverwahrlosung liegen. Woran? Hör dir nur mal die nächste Nachricht an. Was habe ich Ihnen denn nur getan, dass Sie mich hier so leiden lassen? Es ist zum Verzweifeln. Nacht für Nacht kommt dieser Bus, den es nicht geben dürfte, und bringt neue Monster. Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, dass immer häufiger fremde Menschen bei mir anrufen, die sich anscheinend verwählt haben. Vielleicht tun sie es aber auch vorsätzlich. Man will mich irre machen, weil ich eine lästige Zeugin bin. Lange halte ich das nicht mehr durch. Die Realität ist mir unter dem Boden entzogen. Das muss aufhören. Schande über Sie, dass Sie einer armen alten Frau einfach nicht helfen wollen. Ich werde mich an die Zeitung wenden. Das hätte ich schon längst tun sollen. Ich kann nur hoffen, dass sie das nicht wirklich tut. Sowas schadet dem Image der Verkehrsbetriebe. Wir sind zurzeit sowieso nicht allzu populär. Ja und? Hat sie sich danach wieder gemeldet? Ja, einmal noch. Hier. Ihr Verbrecher und Leuteschinder! Verflucht sollt ihr sein! Alles gerät in Auflösung und ihr unternehmt nichts. Ich werde mich beim Bundesamt für Fehlentwicklung beschweren. Ihr habt doch Kinder. Sind die euch vollkommen egal? Nacht für Nacht werden mit dem Bus Lemuren und Vampire herbeigebracht, die die Raumzeit
zerfressen. Sie kommen von links unten neben der Realität. Ich weiß es jetzt ganz genau. Wenn ich könnte, würde ich einen kräftigen Stock nehmen und sie ausräuchern. Das Amt muss handeln. Die ist ja restlos fertig. Hoffentlich taucht sie demnächst nicht persönlich in deinem Büro auf. Das hoffe ich auch. Ich bin heilfroh, dass jetzt erstmal Wochenende ist. Kann ich mir vorstellen. 2 Tage ausschlafen, ausruhen, vom Büro erholen. Ich bin zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Das wird anstrengend. Liebe Gastgeberin, lieber Gastgeber, es war wunderbar und über alle Maßen köstlich. Schön. Aber jetzt muss ich mit Blaulicht und Sirene in mein Bett. Wie kommst du denn jetzt nach Hause, Bruno? Na, mit dem Nachtexpressbus. Och, von wegen, der fährt nur an Wochenenden. Also, es ist doch Sonntag früh. Montagmorgen ist jetzt. Stimmt. Wie kann man auch einen Geburtstag an Sonntagabend feiern? Wir haben doch am Samstag angefangen. Ach so. Ich gehe zu Fuß, bin ich gewohnt. Ich kann dich im Wagen mitnehmen. In deinem Zustand willst du noch fahren? Und du musst mir nur ein bisschen helfen, dann geht das. Na schön. Ist ja dein Führerschein. Erstmal einsteigen. Ja. So. Also, ich übernehme Lenkrad und Gangschaltung, du übernimmst die Pedale. Nimm dazu den Stock vom Rücksitz. In Ordnung. Du musst mir aber sagen, was ich tun soll. Irgendwie Kupplung, Gas oder Bremse drücken. Warst du nie in der Fahrschule? Nee. Die Fahrverrichtung funktioniert reibungslos. Man muss die Details nicht kennen. Hauptsache, das Gesamtergebnis ist ansprechend. Kein Schwein außer uns unterwegs. Freie Bahn dem Tüchtigen. Es fehlte nur, dass wir in eine Verkehrskontrolle geraten. Ich kann mir genau vorstellen, wie das abliefe. Wie eine Verkehrskontrolle. Hier irrt Gott. Was jetzt? Bremsen. Rechts ranfahren. Guten Morgen. Wir sind hier. Nein, weiß es jetzt noch gleich. Polizei? Ja, genau. Woher wissen Sie das? Wir sind selbst Polizisten. Echt? Echt? Nein, ich hab nur Spaß gemacht. Haben Sie was getrunken? Bloß ein Vorsorgeschnäpschen. Und Sie? Ich? Ja, Sie sind wohl der hier, der Dings, der Beifahrer. Ja. Diese Antwort ist richtig. Richtig.
Also dann. Gute. Na, wir werden jetzt gleich wieder. Fahrt! Wir sind gleich bei dir. Und keine Kontrolle weit und breit. Der Herr ist mit den Seinen. Guck mal da drüben. Der Bus an der Haltestelle. Ja und? Ja, da ist noch nie eine Haltestelle gewesen. Da steigen Leute aus. Um diese Uhrzeit fährt doch gar kein Bus mehr. Vielleicht ein Fernbus. Sieht aber aus wie ein Linienbus. Ein ziemlich alter allerdings. Kann ich nicht erkennen, ich hab die Lesebrille auf. Jana, wie geht's dir? Du siehst mitgenommen aus. Im Büro ist der Teufel los. Wie ich das bis zur Rente durchhalten soll, ist nur ein Rätsel. Na dann, Prost. Prost. Gibt es was Neues von dieser Phantombusfrau? Nein, von der habe ich in letzter Zeit nichts mehr gehört. Aha. Was heißt aha? Vorhin, im Bus hierher, habe ich zufällig mit angehört, was sich zwei alte Damen erzählt haben. Ja, und? Was hat es damit zu tun, dass ich nichts mehr von dieser Frau gehört habe? Die beiden Damen haben über eine gemeinsame Bekannte gesprochen. Nach einer Weile kam mir auch manches bekannt vor. Seit 10 Jahren hat sie allein in ihrer Wohnung gelebt. Es ging wohl auch ganz gut. Verwandte hatte sie ja keine mehr. Viel Rente hat sie bestimmt nicht bekommen. Oh, aber immer sauber und adrett, fand ich. Ist dir irgendwann was an ihr aufgefallen? Eigentlich nicht. Ich habe nur gehört, von wem weiß ich gar nicht mehr. Also, dass sie etwas wunderlich geworden sein soll. Ich habe sie dieses Jahr ein paar Mal getroffen. Da war sie ganz aufgeregt und hat von einem Bus gesprochen. Den würde sie jede Nacht sehen, obwohl es ihn gar nicht geben durfte. Gott, wie schrecklich. Ach, regelrecht besessen war sie von der Sache. Auf die Verkehrsbetriebe hat sie geschimpft, weil sie da niemand ernst nehme. Ja, und dann? Ja, dann ist sie spurlos verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Ach. Wie ich hörte, weiß die Polizei auch nicht. Die arme Irre. Friede, ihre Asche. Männer. Ich habe auch wieder so einen alten Bus gesehen. Wann? Am Montagmorgen auf der Heimfahrt von der Geburtstagsfeier. Dann war das vielleicht kein Bus, sondern der Alkohol. Ich war nur mäßig betrunken. Der Bus stand in der Nähe vom Polizeipräsidium, an einer Haltestelle, die ich noch nie gesehen hatte. Wann habt ihr denn da eine neue eingerichtet? Die ist nicht von uns. Wie bitte? Niemand weiß, woher diese Haltestelle kommt. Und nicht nur diese. Bruno, ich muss dir was sagen. Die Geschäftsleitung der Verkehrsbetriebe bewahrt zwar noch Stillschweigen darüber, aber bald werden wir die Öffentlichkeit wohl informieren müssen, weil sie möglicherweise gefährdet ist. Gefährdet? Die Öffentlichkeit? Ja. Allerdings handelt es sich um etwas derart Abwegiges, dass die Verkehrsbetriebe sich unsterblich blamieren würden, falls sich alles als Scherz herausstellen sollte. Deshalb wird derzeit noch intensiv geprüft. Ich verstehe immer weniger. Bitte behalte das unbedingt für dich. Ja, aber was denn überhaupt? Neuerdings entstehen überall in der Stadt wie von selbst Bushaltestellen, wo vorher keine waren. Es gibt Zeugenaussagen, dass dort auch Busse halten. Deutlich ältere Modelle als die heute gebräuchlichen. Sag ich doch. Es heißt weiter, dass auch Passagiere aus- und eingestiegen seien. Letztere gelten inzwischen als vermisst. Wenn das stimmt, dann kommt in juristischer Hinsicht Verhängnisvolles auf die Verkehrsbetriebe zu.
Und das wird sich bestimmt negativ auf die Fahrpreise auswirken. Nehmen Sie Platz, Herr Hauf. Vielen Dank. Ganz ruhig. Ja, vielen Dank, dass ich heute noch zu Ihnen kommen kann. Aber es handelt sich um eine Art Notfall. Am Telefon habe ich nicht alles verstanden, was Sie gesagt haben. Berichten Sie mir also möglichst genau, was passiert ist. Ja, also, ich habe heute Morgen geduscht. Won't you tell me where all the good times gone? Where have all the good times gone? Alf Tannenbaum! Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Kann man denn nicht mal in Ruhe duschen? Du bist verstockt, Alf Tannenbaum. Wie dumm von dir. Sogar deine Kinder hast du für deinen Ungehorsam geopfert. Ich bin nicht Alf Tannenbaum. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Darum höre mir jetzt gut zu. Ich denke gar nicht daran. Los, verpiss dich! Dies ist deine letzte Chance. Verpiss dich! Verwüste die Busfahrerkirche in deinem Stadtteil und töte den Patriarchen. Das muss bis morgen um 16 Uhr geschehen sein. Wenn du ein drittes Mal mein Gebot missachtest, wirst du selbst sterben. Eine neue Qualität. Jetzt werde ich selbst bedroht. Beruhigen Sie sich. Sie wissen doch, dass das Ganze eine Verwechslung ist. Also kann Ihnen nichts geschehen. Aber wenn die Realität dermaßen heruntergekommen ist, dann ist auf Logik kein Verlass mehr. Alles ist möglich. Auch, dass es diesmal doch mich trifft. Um 16 Uhr. Ihnen kann nichts passieren. Sie sind ja nicht gemeint. Ich bin ja nicht gemeint. Mir kann nichts passieren. Ich bin ja nicht gemeint. Mir kann nichts passieren. Ich bin ja nicht gemeint. Mir kann nichts passieren. Ich bin ja nicht gemeint. Wie lange noch? Oh Gott, gleich 16 Uhr. Mein Gott. Ich werde doch nicht wegen einer blöden Verwechslung sterben. Ich muss mich konzentrieren und mit meinem Willen die Realität beeinflussen. Mir passiert nichts. Mir kann nichts passieren. Alles wird gut. Himmel. Nur noch 4 Sekunden. 3, 2, 1. Nichts. Nichts ist geschehen. Ich lebe. Ich war ja nicht gemeint. Die Logik funktioniert noch. Und da habe ich mich so verrückt gemacht. Zu früh gefallen. Die Realität ist eben komplett irre. Wie konnte ich etwas anderes erwarten? Was mache ich jetzt bloß? Was? Zustellen? Verstecken? Durchs Fenster fliegen? Das hat alles keinen Sinn. Es erwischt mich so oder so. Am besten, ich bringe es gleich hinter mich. Guten Tag, ein Paket für Ludwig Bulgur. Sind Sie da? Nein, der wohnt eine Etage höher. Ach so, okay, Entschuldigung für die Verwechslung. Schon gut. Das bin ich gewohnt. Sie erleben Sie ja noch.
Tut mir leid, dass ich zu spät komme. Aber ich bin von etwas Unvorhersehbarem aufgehalten worden. Wollen Sie mir verraten, was geschehen ist? Als ich zum Busbahnhof kam, stellte ich fest, dass dort gigantische Bauarbeiten im Gange sind. Wo ist denn der Busbahnhof geblieben? Der wurde über Nacht entfernt. Die Bauarbeiten hier sollen mindestens 6 Jahre dauern. Konnte das denn nicht rechtzeitig angekündigt werden? Ja, ja, das meine ich auch. Ach, was Sie wollen. Und wir dürfen bezahlen. Aber irgendwer muss doch Bescheid wissen, was hier eigentlich los ist. Frag mal die Bauarbeiter. Hallo! Hallo Sie! Meinen Sie mich? Ja, ich möchte Sie was fragen. Vergiss. Warum sind wir nicht informiert worden, dass hier ab heute Bauarbeiten stattfinden? Sind wir doch selber von überrascht worden. Ja, man hat uns mitten in der Nacht geweckt und hergebracht. Was soll denn das hier überhaupt werden? Na, ein großes Loch, würde ich sagen. Und zu welchem Zweck? Ist uns nicht bekannt. Ja, und wo fahren jetzt die Busse ab? Keine Ahnung. Wir müssen jetzt weitermachen. Was für ein Irrsinn. Und da soll man nicht an der Realität zweifeln? Zweifeln Sie lieber an der Stadtverwaltung oder den Verkehrsbetrieben. Herr Hauff, das Wichtigste für Sie ist doch, dass Sie entgegen Ihren Befürchtungen nicht vom Zorn einer dubiosen Macht vernichtet wurden. Dieser nicht unbedeutende Umstand sollte Ihnen das Vertrauen in die Wirklichkeit wiedergeben. Sie haben eine wichtige und wertvolle Erfahrung gemacht, indem Sie die Krise durchgestanden und zuletzt erlebt haben, wie sich der ganze Spuk in nichts aufgelöst hat. Durch diese Auflösung sind Sie erlöst. So fühle ich mich auch in der Tat. Erlöst. Machen Sie heute Abend eine gute Flasche Wein auf und feiern Sie Ihre seelische Heilung. Ja. Schon nach eins. Warum nicht auch die zweite Flasche aufmachen? Ich habe schließlich einen Grund zum Feiern. Prost, Alf Tannenbaum, altes Scheusal, wo immer du jetzt auch sein magst. Dir war nicht zu helfen. Nanu. Ob sich jemand verwählt hat? Hauff? Hallo, Bruno. Hier ist Werner. Ich dachte mir, dass du vielleicht noch wach bist. Oder störe ich? Nein, nein, du störst nicht. Ich... Es ist wegen dieser Geschichte mit den Bushaltestellen. Du erinnerst dich? Natürlich. Wie könnte ich nicht? Die Verkehrsbetriebe werden morgen, also heute, eine Presseerklärung dazu abgeben. Dann wird wohl die Hölle los sein. Ich will es dir jetzt schon sagen. Dann entstehen diese Haltestellen tatsächlich? Von allein. Ohne fremdes Zutun, jawohl. Das hat sich zweifelsfrei erwiesen. Na wunderbar. Die überraschenden Baumaßnahmen am Busbahnhof sind ebenfalls auf diese Weise zustande gekommen. Weder wir noch die Stadtverwaltung haben sie beschlossen. Wenn das keine Realitätsverwahrlosung ist, dann... Und es verkehrt wirklich ein alter Linienbus. Ganz wie du beschrieben hast. Er scheint aus dem Nichts zu kommen und hält spät nachts auch an regulären Haltestellen. Damit erscheinen die Bussichtungen dieser Frau ja in einem ganz anderen Licht. Ich habe ihr Unrecht getan, aber wie hätte ich das ahnen können? Da kommt was auf die Verkehrsbetriebe zu. Nicht nur auf die Verkehrsbetriebe, Bruno. Nicht nur auf die. Das betrifft uns alle. Die Folgen sind völlig unabsehbar. Und die Preisfrage lautet, was sollen wir unternehmen? Was können wir überhaupt tun?
Wenn Bushaltestellen von selbst entstehen und Geisterbusse herumfahren, dann ist alles möglich. Alles! Wie soll man in einer solchen Welt leben? Höchste Zeit, die Welt zu wechseln. Aber wie stellt man das am besten an? Wenn ich das wüsste. Ich muss zuerst einmal die Pressekonferenz überstehen. Hoffentlich kann ich vorher noch etwas schlafen. Nimm ein Beruhigungsmittel. Alles Gute. Danke. Bis bald. Oh, Graus, der Arme. Ich möchte wirklich nicht an seiner Stelle sein. Das wird ein Spektakel geben. Geradezu, als ob Außerirdische gelandet wären. Bruno Hauf! Höre, was ich dir zu sagen habe, Bruno Hauf. Ich sage es nur einmal und erteile dir hiermit folgenden Befehl. Nein, niemals, unmöglich. Wenn du meinen Befehl nicht binnen 24 Stunden ausgeführt hast, wirst du sterben, Bruno Hauf. Aus, alles aus. So ist das also, wenn man sein Todesurteil empfängt. Ich ersticke. Luft. Mir ist schlecht. Ich brauche frische Luft. Ich kriege keine Luft. Fenster auf. Luft. Wie oft werde ich diesen Blick aus meinem Fenster noch genießen? In 24 Stunden bin ich tot. Wie es wohl geschehen wird. Gott, ich bin wie gelähmt. Nie hätte ich gedacht, dass mir der Anblick dieser langweiligen Häuser da drüben einmal so lieb sein könnte. Aber was? Hier war doch nie eine Bushaltestelle. Die muss eben erst entstanden sein. Das würde dann aber bedeuten... Ja, natürlich. Wenn hier von selbst eine Haltestelle entstanden ist, dann kommt heute Nacht vielleicht auch noch dieser mysteriöse alte Linienbus. Mit dem könnte ich die Welt wechseln. Womöglich in die Vergangenheit fliehen. Das wäre die Rettung. Da, ich höre was. Das kann nur der Bus sein. Er kommt tatsächlich! Ich muss ihn erwischen. Das ist meine einzige Chance. Schnell, meine Jacke! Schnell, schnell, los! Die Schlüssel! Los, komm! Los, los, der Bus kommt! Ich muss ihn kriegen! Tatsächlich, da ist er! Der Bus, den ich schon zweimal gesehen habe, scheint wirklich direkt aus meiner Jugend zu kommen. Bitte, bitte warten Sie! Nehmen Sie mich mit! Gott sei Dank, ich schaff's noch. Mensch, das war knapp.